Die Tradition des Feuerwehrfestes im Stadl wird in Fischament groß gehalten und so fand auch heuer wie jedes Jahr das dreitägige Fest statt. Das Programm hatte für jeden etwas zu bieten. Unsere Feuerwehr veranstaltet jedes Jahr dieses Stadlfest, ist ein voller Erfolg und gerade dieser ehemalige Schüttboden bewährt sich hervorragend, man sieht es, es ist eine tolle Stimmung, die Leute fühlen sich wohl und das ist es, was unsere Gemeinde ausmacht, das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Gemeinsame und das findet man auch hier bei diesem Stadlfest. Das Besondere am Stadlfest ist ja, dass es nicht nur an einem Abend ist, sondern dass es eigentlich das ganze Wochenende geht. Freitag, Samstag und Sonntag dann der Frühshoppen. Es ist eine tolle Gelegenheit, eigentlich der Freiwilligen Feuerwehr in Fischament den Dank auszusprechen für den unermüdlichen Einsatz, den die Feuerwehr durch unzählige Freiwilligenstunden in Fischament und der Umgebung leistet. Wir haben jeden Tag für unsere kleinen Gäste draußen, also sofern es nicht regnet, Hüpfburg und eben Stand zum Süßigkeiten und so. Und für die Erwachsenen zum Beispiel haben wir Schmankerl, also für jeden Tag ein Menü. Und wir haben auch drei Bands, die jeden Tag eine andere spielen. Was ist das Tolle an der Feuerwehr? Dass man Menschen rettet. Dass sie freiwillig anderen Leuten das Leben retten. Dass sie immer ein tolles Fest so geben. Dass da so viele Leute sind und die miteinander so nett sind. Die Freiwillige Feuerwehr und die Freiwilligen generell sind für uns von großer Bedeutung. Ohne sie könnten wir das ganze Leben im Fischament nicht aufrechterhalten. Und vor allem, sie leisten einen enormen Beitrag für die Sicherheit. Man darf eines nie vergessen, diese Damen und Herren machen das in der Freizeit. Das heißt, während andere vom Fernseher sitzen und das Wunderbare in eins ansehen, sind sie vielleicht im Einsatz. Und das kann man nicht hoch genug einschätzen. In dieser freiwillige Dienst, wenn man das bezahlen müsste, wenn es die Stadtgemeinde Fischament bezahlen müsste oder das Land oder der Bund bezahlen müsste, wäre es wahrscheinlich unbezahlbar. Ne? Und darum, wie gesagt, muss man einfach einen großen Dank aussprechen, dass die Leute das wirklich, die Freiwilligen, dass sie das wirklich freiwillig machen, die Männer und Frauen, und teilweise auch ihre Gesundheit einsetzen zum Wohle der Bevölkerung.